So, Dennis, the left speaker, finished his Master's of Science in IT Security this year. The next talk is based on his Master Thesis. Hallo, ihr hört den Vortrag Broadcom Bluetooth zerlegen in der Übersetzung von Stefan und Eipwen. For you, left speaker, has been his supervisor during the thesis, and she loves breaking things. After several talks about wireless security, software-defined radio, and Fitbits, she's now talking about Bluetooth. Please welcome on stage Dennis Manns and Jiska Klaassen to their talk. Herzlich willkommen auf der Bühne Dennis Jans und Jiska Klaassen. Yeah. Thank you for the introduction. Vielen Dank für die Einleitung. Ich bin Dennis. Und ich habe mich für meinen Master für Bluetooth entschieden. Ich habe die Firmware eines Bluetooth-Controllers reverse-engineert, einem Controller von Broadcom. Und heute beschäftigen wir uns nicht nur mit dem Framework, mit dem ich das gemacht habe, sondern ich habe auch ein paar Beispiele mitgebracht. Wenn ihr euch schon mal damit beschäftigt habt, dann wisst ihr, dass das relativ aufwendig ist und viel Zeit braucht. Und deshalb könnt ihr euch die Frage stellen, warum macht man sowas überhaupt? Wenn man sich also die Firmware mal genauer anschauen will, dann ist das sehr hilfreich, wenn man sich mit der Sicherheit des ganzen Systems beschäftigen möchte. Und noch besser, wenn es euch gelingt, die Firmware anzupassen, dann kann man daraus eine Experimentierplattform für Bluetooth machen. Und man kann bestehende Verhaltensweisen des Systems verändern und man kann so eine Art Open-Source-Touch dem Ganzen geben, obwohl das ja eigentlich proprietäre Software ist. Und natürlich braucht man ganz viel Hintergrundwissen in verschiedenen Aspekten, Sicherheit, Code-Analyse, wie drahtlose Systeme funktionieren. Und nicht viele Leute haben die Zeit, um sich all das einzuarbeiten, aber dadurch, dass wir jetzt uns diese Arbeit gemacht haben, kann die Community davon ganz stark profitieren. Wir haben in der Vergangenheit ähnliche Sachen gemacht, vielleicht kennt ihr das Nexmon-Projekt, wo wir einen Wi-Fi-Controller reverse-engineert haben und auch dessen Firmware modifiziert haben. Wir brauchen erstmal eine kleine Einführung in Bluetooth, Begriffe und wie so ein Controller eigentlich funktioniert. Und das erste ist das sogenannte Host-Controller-Interface. Das ist eine Protokollschicht zwischen dem Bluetooth-Controller und dem eigentlichen Rechner, der das Bluetooth-Modul verwendet. Und das gibt es überall in jedem Betriebssystem, das Bluetooth verwendet. Die oberen Schichten sind im Betriebssystem implementiert und die unteren Schichten in der Firmware. Und dazu gehört zum Beispiel der sogenannte Link Manager, LLMP. Und diese unteren Schichten managen die Verbindung zu anderen Geräten, zum Beispiel das Pairing. Ein interessanter Unterschied ist, dass das Link-Management-Protokoll über die Funkschnittstelle verwendet wird, während das Host-Controller-Interface nur zwischen Modul und Betriebssystem verwendet wird. Das HCI kann man sich von der Betriebssystemseite aus anschauen. Man kann BT-Snoop verwenden, um entsprechende Pakete in Wireshark oder TCP-Dump sich anschauen zu können. Und ihr werdet wahrscheinlich LMP-Pakete nicht in Wireshark gesehen haben, denn das passiert innerhalb des Controllers und kann von außen nicht beobachtet werden. Und deswegen kann man das mit einer entsprechenden Capture-Software nicht aufzeichnen. Die andere Sache ist, dass man das nicht einfach auf der Funkschnittstelle mithören kann, weil das zum Beispiel wegen des Frequency-Hoppings, das zu Bluetooth gehört, nicht einfach mit aufzeichnen kann. Und wir haben hier ein paar Sachen eingebaut, mit denen das möglich werden. Und da geht es also um dieses Framework, was ich gebaut habe. Und hier geht es um ein paar Features, die wir da implementiert haben. Wir haben das Internal Blue genannt.
Es ist Open Source, man kann das auf GitHub finden. Im Moment ist das nur mit dem Nexus 5 kompatibel, wenn man alle Features verwenden will. Aber wir arbeiten daran, das auf andere Bluetooth-Chips und Telefone und den Raspberry Pi zu portieren. Und das sollte bald soweit sein, dass man auch mit anderen Geräten was machen kann. Wir haben schon mal einen Vortrag gehalten, wo wir den Vortrag, wo wir das Framework verwendet haben, um bestimmte Details über Bluetooth zu erklären. Und unter dem Link hier unten auf der Folie könnt ihr mehr dazu erfahren. Das Entscheidende ist, dass wir herstellerspezifische HCI-Befehle verwenden, um in die Firmware einzugreifen. Und wir haben ein Python-API geschrieben, um dann direkt mit der Firmware reden zu können und die Features zu implementieren, die für uns interessant sind. Eine der ersten Sachen, die wir gemacht haben, war einen LNP-Monitor zu implementieren, damit wir mit beobachten können, was da eigentlich passiert. Und dazu gehört dann auch, dass wir LNP-Pakete injizieren können. Und das hat sich als sehr interessant herausgestellt, weil wir damit ausprobieren konnten, wie sich andere Geräte verhalten, wenn man ihnen unerwartete Pakete schickt. Und wir haben damit einen kleinen Proof of Concept gebaut, der diese Fixed Coordinate Invalid Curve Attack implementiert. Und wir konnten damit zeigen, dass dieser Angriff bei einer ganzen Reihe von Geräten funktioniert, indem wir diese Pakete senden konnten. Wir konnten auch in älteren Broadcom-Firmware-Versionen entsprechende Probleme finden. Wenn man denen bestimmte Daten sendet, dann stürzen die ab. Oder man kann dann sogar bestimmte Funktionen aufrufen, die sogar noch interessanter sind als ein Crash. Wenn wir mal mit dem wichtigsten, wichtigsten Detail anfangen, wie können wir die Firmware verändern? Broadcom hat herstellerspezifische Erweiterungen, um RAM zu lesen und zu schreiben und Code im RAM zu starten. Also, und das Ganze passiert im Adressraum der Firmware und wird dann eben auch auf dem Bluetooth-Modul ausgeführt. Broadcom verwendet das, um Firmware-Updates durchzuführen. Das sind HCD-Dateien, diese Firmware-Updates enthalten. Und wenn ihr so ein Firmware-Update durchführt, dann solltet ihr solche Dateien finden. Und in dieser Datei stehen tatsächlich nur eine Reihe von diesen Befehlen drin, um temporäre Patches in das ROM zu laden. Und bei anderen Herstellern heißt das PatchRAM. Und auch das haben wir reverse-engineert. Und wir wissen jetzt, wie man dieses Patching selber machen kann. Was auch sehr interessant ist, dass diese Dateien weder verschlüsselt noch signiert sind. Man kann die also relativ einfach anpassen, sobald man verstanden hat, wie die aufgebaut sind. Und auch das, was da im ROM passiert, ist nicht in irgendeiner Weise obfusziert. Man kann das ganz problemlos verstehen. Im Moment schreiben wir Assembler-Code und wir schreiben auch Assembler-Patches. Und wir wollen das in Nexmon einbauen, damit wir dann mit den Code auch mit C und in C schreiben können. Natürlich müssen wir erstmal das eigentliche Reversing machen. Das ist zwar nicht obfusziert, aber es gibt keine Strings. Es ist sehr schwer, das zu verstehen. Und ich habe ein Tool verwendet, das versucht, die Funktionen, die anonymen Funktionen in Module zu sortieren. Das Problem ist, dass wir dann hunderte von Modulen haben, die noch nicht so, das macht keinen Spaß. Es gibt 2500 Seiten Bluetooth-Dokumentation und wir wissen, wo die Parameter stehen sollten. Dann sucht man nach genau diesen Konstanten irgendwo im Assembler-Code. Und wenn man dann was findet, dann könnte das genau die Funktion sein. Und das haben wir monatelang gemacht, auf den Standard starren und dann wieder auf den Code starren. Dann haben mich Leute gefragt, funktioniert das auf aktuellen Geräten? Und das Problem ist, dass selbst der
Nexus 6P von 2015 ist. Und ich habe ein Entwicklerboard mir besorgt. Das ist auch etwas älter, von letzten Jahr. Die Company, die Firma wurde von Broadcom gekauft. Es war Zypress, aber das ist genau das, was Broadcom verwendet. Und ich konnte tatsächlich genau dieselben Befehle verwenden, um die Firma zu modifizieren und auch zu extrahieren. Und ich habe es am 6. Dezember bekommen und 3 Tage später hatte ich alle Funktionsnamen. Und irgendwo hat irgendjemand eine Symboldatei vergessen, die tatsächlich eine vollständige Symboltabelle für 11.000 Funktionen enthält. Sehr schön. So bei Development Kits earlier. Also ja, einfach ein bisschen früher die Entwicklerboards kaufen. Okay, let's get closer to the first demo. Dann schauen wir uns mal, nähern wir uns mal der ersten Demo. Wir haben dieses Link-Manager-Protokoll, was das erste interessante Ding ist. Es wird in der Firmware implementiert, also man kann es irgendwie von draußen nicht sehen. Man kann es nicht mit Wireshark sehen. Und wir haben jetzt einen Patch geschrieben, der in die Funktionen reinhookt. Und der forwardet die HCI-Pakete alle zurück zum Android-Telefon. Dort haben wir Debug-Modus aktiviert und dort können wir es dann zum Host-Computer zurückleiten mit einem Custom Dissector in Wireshark können wir es dann lesen und dann haben wir unseren Monitor-Mode. Außerdem haben wir einen LMP-Injection-Mode. Da kann man die Funktion verändern, die LMP-Pakete tatsächlich sendet zu anderen Geräten. Und dann können wir beliebige Pakete zu anderen Geräten schicken. Dann gehen wir mal in die Kommandozeile. Die Framework starten wir mal. Das hier ist so ein Kommandozeilen-Interface. Damit können wir mit der Firma interagieren. Da können wir den Monitor-Modus starten, indem wir das hier eingeben. Das startet dann Wireshark und installiert all die Patches auf die Firmware des Telefons. Von hier auf sehen wir dann allen LMP-Traffic in Wireshark. Aber zurzeit haben wir keine Bluetooth-Verbindung, deswegen sieht man da nichts. Es funktioniert. Jetzt müssen wir noch irgendwie Verkehr erzeugen. Wir können sie pairen, aber ich möchte was anderes zeigen. Bluetooth hat ein paar interessantere Features, jedenfalls die vielleicht nicht jeder kennt. Für mich war es jedenfalls eine Überraschung. Selbst wenn das Gerät nicht als discoverable, also als entdeckbar gesetzt worden ist, dann kann jemand anderes trotzdem immer noch verbinden, solange man die MAC-Adresse kennt. Man merkt davon nicht mal was, weil der Pairing-Prozess übersprungen wird. Das heißt, solange man die MAC-Adresse kennt, kann man sofort damit verbinden und sofort kommunizieren. Die MAC-Adresse herauszufinden ist auch nicht so schwer. Da gibt es so einen Talk, der heißt Bluetooth smells like chicken, Bluetooth riecht wie Hühnchen und da könnt ihr mehr darüber lernen. Ich kann hier einfach Connect eingeben und eine MAC-Adresse angeben. Auf der rechten Seite sehen wir ein Nexus 6P, das wird unser Ziel sein. Hoffentlich könnt ihr die MAC-Adresse gerade so lesen. Auf der linken Seite ist das Nexus 5. Welches wir fürs Testen nutzen. Und das wird auch für Internal Blue benutzt. Wenn ihr seht, das 6P ist nicht entdeckbar, weil es nicht im Bluetooth-Menü ist. Ich kann trotzdem mit ihm verbinden, wenn ich Connect und die MAC-Adresse eingebe. Es könnte ein paar Versuche. Ah, nee, es hat sofort funktioniert. Jetzt sehen wir ein bisschen Traffic.
Was wir auch sehen ist, wir auf dem Nexus XP sieht man nichts, der Nutzer hat nichts mitbekommen, aber wir haben trotzdem eine Verbindung. Hier seht ihr all die Sachen, die auf dem Protocol Layer passieren. Es gibt Feature Requests, Versions Requests und ganz viele andere Sachen und die Namensrequests, damit die sich gegenseitig den Namen kennen. Jetzt können wir beliebige LMP-Pakete senden, zum Beispiel mit 01, was eine Namensanfrage ist. Dann sehen wir hier drüben den Namensanfrage und da sehen wir die Antwort mit dem Namen drin. Dann sollte man hier irgendwo sehen den Namen Nexus 6P, so wie unser Gerät heißt. Aber ich kann irgendwelche LMP. Oh, die andere. Das andere Gerät ist schon wieder disconnected. Falls das andere Gerät nichts. Wenn es detached, dann muss man das neu attachen, weil wenn das Gerät eine Weile lang nichts sieht, dann wird es einfach disconnected, wenn wir nicht gepaart sind. So, hier. Und wenn wir jetzt einen falschen Opcode sehen, dann können wir, kriegen wir eine Antwort, dass das nicht unterstützt ist, so wie es richtig ist. Das ist natürlich sehr interessant für einen Sicherheitsforscher und dann können wir uns anschauen, wie genau die Sachen reagieren, wenn man ihnen interessante Pakete sendet. Das sollte jetzt die erste Demo gewesen sein und machen wir mal weiter mit den Slides. Das andere im Bluetooth-Standard ist, dass man Geräte miteinander verbinden können muss, die weder Anzeige noch Eingabemöglichkeiten haben. Und das ist zum Beispiel bei jedem Headset der Fall. Und das bedeutet, dass man als Man in the Middle natürlich das Gerät darstellen kann gegenüber dem anderen Gerät als eins, das keine Ein- und Ausgabe möglich haben. Und hier ist ein kleines Demo-Video, wo man sehen kann, wie wir auf der linken Seite ein Nexus 5, auf der rechten Seite ein iPhone und ich verbinde die miteinander und ich habe die Eigenschaften der Geräte miteinander verbunden und man sieht, dass auf dem iPhone kommt nur die Frage, ob man das möchte oder nicht, aber ohne weitere identifizierenden Daten. Links sieht man die ID-Nummer, die normalerweise rechts auch zu sehen sein sollte. Und auf dem iPhone gibt es keine Warnung, mit welchem Gerät man sich hier eigentlich tatsächlich verbindet. Und auch kein Hinweis, dass man prüfen sollte, dass das andere Gerät tatsächlich keine Ein- und Ausgabemöglichkeiten hat. So, und dann haben wir die Verbindung. Das sind Sachen, die im Standard definiert sind. Das ist also nicht so überraschend. Die Frage ist, können wir mehr Fehler finden? Zuerst wollte ich gar nicht irgendwelche Fehler im Bluetooth finden, sondern ich wollte erst mal verstehen, wie das eigentlich funktioniert. Und hier gibt es so einen kleinen Bug, wo die Parameter überprüft werden. Und da gibt es einen Händler, der gar keine Checks hat. Und dann habe ich die Firmware-Version, die ich habe, die mir zur Verfügung stehen, habe ich überprüft und habe festgestellt, dass sie in 2014, dass sie das einfach korrigiert haben, aber sie haben ältere Geräte nicht, für ältere Geräte keine neue Version, keine neuere Version bereitgestellt haben. Und dann habe ich Broadcom kontaktiert und habe gesagt, ihr habt ein Problem. Und Broadcom hat gesagt, nee, wir haben kein Problem. Und dann habe ich ihnen mehr Details gezeigt und sie haben immer noch gesagt, nein, machen wir nicht. Und dann habe ich schließlich die Antwort bekommen, ja, das hat keine Auswirkung auf die WLAN-Performance. Also bei meinem nächsten Exploit achte ich darauf, dass er standardkompatibel ist. In,
in meinen Tests konnte ich tatsächlich alles Mögliche damit machen. Und darüber kann man zum Beispiel auf einem anderen Gerät Bluetooth ausschalten. Und Broadcom hat nicht wirklich viel darüber erzählt, also habe ich das selber getestet. Und ich habe eine ganze Reihe von Geräten, deren Firmware dieses Problem noch hat. Und das iPhone 6 gehört dazu, ältere MacBook Pros, mein Nexus 5, der Raspberry 5, der Raspberry 3. Und dann habe ich meine Studenten gefragt, darf ich eure Geräte testen? Nee, bist du verrückt? Und das ist die Liste, die ich in den letzten Wochen zusammenstellen konnte. Und das ist das, was ich hier demonstrieren möchte. BT be gone, also Bluetooth sei weg. Und damit werde ich hier das Abspielen des Tons auf dem Lautsprecher beenden. Ich muss hier in das Bluetooth hier reingehen. Screen an Screen, die Telefone zeigen. Und ich hatte noch einen Song, Bluetooth ist nicht real. Lass uns mit der Demo anfangen. Also erstmal patchen wir hier das Nexus 5 mit unserer lustigen Angriffssoftware. Das dauert einen kleinen Moment, bis das iPhone mitbekommt, dass das Bluetooth jetzt tatsächlich ausgeschaltet ist. Und jetzt ist es weg. Und dann wird es wieder eingeschaltet und dann kann ich das aber immer wieder wiederholen. Das geht so schnell, dass die Person, die das Gerät, das iPhone benutzt, das auch gar nicht wieder eingeschaltet bekommt. Das geht viel zu schnell dafür. Und was passiert da eigentlich genau? Also Crash ist tatsächlich der beste Fall. Dieser Händler, das ist der Händler A, weil ich hier nicht offenlegen will, wo das wirkliche Problem liegt, weil es Broadcom noch nicht gefixt hat. Und dieser Händler sollte zwei Parameter nehmen und es prüft den Bereich nicht, der da tatsächlich verwendet wird. Und der Compiler tut beide Händler direkt hintereinander. Und deswegen können wir von diesem Händler aus den anderen aufrufen, über 250 unterschiedliche Funktionen. Und darüber können wir Funktionen ausführen. Auf dem Nexus 5 haben wir uns das genauer angeschaut, dass wir den Testmodus aktivieren können. Den soll man normalerweise nur aktivieren können, wenn man Rootrechte auf dem Gerät selber hat. Und dann kann man die verschiedenen Frequenzen testen und ähnliches. Und das kann ich jetzt tatsächlich aus der Ferne starten. Das habe ich jetzt nicht mitgebracht, weil ich das das würde hier nicht so richtig gut funktionieren, weil hier einfach zu viel Traffic ist. Und deswegen hier im Video mache ich auf der rechten Seite den Angriff. Und wir sehen hier den Standard-Testmodus, wie es durch alle Frequenzen durchgeht. Die Pakete sind hier nicht ganz in der richtigen Reihenfolge, weil ich die eine nur in eine Warteschlange gesteckt habe. Control und Test Activate und zuerst werden sie nicht akzeptiert und nach dem Fragezeichen Payload kann man sehen, dass es dann akzeptiert wird. Und links kann man sehen, wie der Test tatsächlich abläuft. Und dann wird es tatsächlich akzeptiert. Magie. Wenn man das jetzt kombiniert mit der Unterdrückung des aktiven Frequenzsprungs, dann kann man tatsächlich das Zielgerät zum Beispiel dazu bringen, eine bestimmte Wi-Fi-Frequenz zu blockieren, weil die ja im Zweifelsfall über dieselbe Antenne senden.
Und das haben wir auf dem NetSox 5 und auf dem Xperia Z3 ausprobiert, weil sie denselben Controller verwenden. Das funktioniert wahrscheinlich auch mit anderen Geräten, die denselben Controller verwenden. So, wenn finding this bug, wenn, als wir den Bug gefunden haben, haben wir angefangen, eine Toolchain zu bauen, damit man entsprechende Tracepoints innerhalb der Firmware setzen kann, damit man ein bisschen besser sieht, was da im Controller passiert. Wir haben eine Emulation aufgesetzt mit Unicorn und Radar 2. Aber damit, das ist zwar sehr langsam, damit kriegt man aber die gesamte Funktionsaufrufsequenz. Ich habe einen Student, der gerade mit QEMU am Arbeiten ist, um das schneller zu machen. Es gibt eine jede Menge Ausgabe aus dieser Geschichte, die wir noch nicht vollständig analysieren konnten. Da steckt also wahrscheinlich noch mehr drin. Jetzt müssen wir diese Bugs irgendwie fixen, weil das ist irgendwie ein bisschen problematisch. Deswegen habe ich euch auch nicht gesagt, was man senden muss, um das Problem zu zeigen. Weil es müsste irgendwie, wenn wir das machen würden, dann so ein Patch rausgeben würden, dann könnte man direkt davon ablesen, wo der Fehler ist, und dann ist es ein bisschen problematisch. Man könnte einen generischen Fix bauen, irgendwie, dass man nicht mehr zu unbekannten Geräten antwortet und so weiter. Aber als ich das gemacht habe, getestet habe, manchmal crasht dann tatsächlich das verbindende Gerät manchmal. Also hatte ich den nächsten Bug gefunden, während ich den ersten fixen wollte. Also kann ich jetzt leider keinen Fix veröffentlichen, weil sie den nächsten Bug schon wieder verursachen. So, wie lange wird es diesen Bug noch geben? Naja, ziemlich lang wahrscheinlich. Weil es ein paar Geräte gibt, die keine Hersteller-Updates mehr kriegen. Es muss aber in den Hersteller-Updates kommen. Wir können das natürlich auch veröffentlichen als HCC-Datei. Aber das wird natürlich kein effizientes Update sein. So, das ist natürlich ein Henne-Ei-Problem, dass wir das nicht veröffentlichen können. Es gibt von uns den Hinweis, dass ihr Bluetooth wahrscheinlich besser ausschalten solltet, insbesondere wenn es vor 2017 produziert worden ist. Aber im Allgemeinen schaltet es einfach aus. Es ist die sicherste Option. Und es gibt alte Geräte mit Bluetooth 3.0, die sind nicht verwundbar, aber trotzdem ist es eine große Anzahl an Geräten, die verwundbar sind. Vielen Dank. Und wieder, wenn ihr Fragen habt, dann haben wir hier 8 Mikrofone in dem Raum. Bitte stellt euch an den Mikrofonen, und ihr könnt eure Fragen stellen. Der Signalengel hat eine Frage aus dem Internet. Ja, jemand aus dem Internet fragt, wie man erraten kann, wie die MAC-Adresse eines Bluetooth-Gerätes ist. Können wir nochmal die Kamera einschalten? Auf meinem magischen Kasten hier. Also, wenn man hier in die Einstellung geht, über und dann unten sieht man, dass die WLAN und die Bluetooth-Adresse normalerweise sich nur in eine Stelle unterscheiden. Also die Antwort ist ja. Ihr müsst wissen, dass das aber nicht bei jedem Telefon so ist.
einige Hersteller versuchen, die Geräteadresse dynamisch zu unterscheiden, dynamisch zuzuweisen, sodass man das nicht mehr tracen kann. Und das geht vom Hersteller ab. Zumindest die unteren Bits sollten sich dann tatsächlich dynamisch unterscheiden. Und manchmal geht es also, manchmal nicht. Okay, die nächste Frage von Mikrofon Nummer 8. Ganz da hinten in der Halle. Danke für euren Vortrag. Ich wäre interessiert daran, wie man zu einer Bluetooth-Device connecten kann mit nur der MAC-Adresse, während das nicht veröffentlicht ist. Es gibt Möglichkeiten, die MAC-Adressen von Geräten in deiner Nähe in Erfahrung zu bringen. Selbst zum Beispiel, wenn das Gerät nicht erreichbar ist, aber man Bluetooth im Moment verwendet, zum Beispiel um Musik über Kopfhörer zu hören, dann kann man natürlich mit einem entsprechenden Gerät den Bluetooth-Funk mithören und dann kann man natürlich die MAC-Adresse auf die Art und Weise rausfinden. Und in diesem Talk hier wurde sehr genau erklärt, wie man aus diesen Paketen diese MAC-Adresse rauslesen. Es ist nicht so einfach wie bei WLAN, aber es ist definitiv möglich. Nächste Frage von Mikrofon 1. Vielen Dank für den Vortrag. Die Frage ist, hat die Firmware irgendwelche Absicherungen gegen Exploits? Und falls es das hat, würde es dagegen helfen? Es gibt keine Randomization. Die meisten Sachen sind globale Adressen im Firmware-Adressraum und das RAM ist ausführbar, also man kann auf dem Stack ausführen, auf dem Heap. Es gibt eigentlich überhaupt keinen Schutz gegen Angriffe. Ich glaube, auch die neuen Modelle haben das nicht. Und was uns relativ gut hilft, LNP hat eine Versionsabfrage und Antwort und wir können sehr einfach rausfinden, ob die Firmware angreifbar ist und dann genau den Angriff laufen lassen für die auf dieser Firmware funktionieren mit genau den richtigen Adressen. Die nächste Frage von Mikrofon 2, dann 1, 3 und 5. Hallo. Vielen Dank für die Arbeit. Insbesondere für Bluetooth Begun, ist das neue TV Begun. Ihr hattet eine Slide, dass iPhone bis 6 verwundbar ist. Funktioniert das auch mit den neuesten Telefonen? Nur bis zum iPhone 6. Das ist das neueste Gerät, was ich in die Finger bekommen konnte. Ein iPhone 8 funktioniert nicht. Das Problem ist, dass viele Leute, die schlechte Musik spielen, neuere Telefone haben. Der Angriff funktioniert nicht auf dem iPhone 6, aber dieses Framework funktioniert. Das funktioniert auf jedem Broadcom-Chip. Broadcom nutzt diesen Mechanismus für alle Geräte. Das heißt, wir können diese Framework für alle Geräte benutzen. Das heißt, wir müssen bloß reverse-engineeren, wo die realen Adressen sind und so weiter. Aber du brauchst immer Root auf dem Gerät, unser Framework hier einsetzen zu können. Nun die Frage von Mikrofon Nummer 1. Habt ihr eine Liste von verwundbaren Chipsets, sodass ich wissen kann, ob mein Device verwundbar ist? Ja, haben wir. Die Liste ist aber sehr unvollständig. Ich habe auch die Versionen und Unterversionen dieser Telefone, aber wenn du ein Gerät hast, das Bluetooth 4.0 bis 4.2 unterstützt und einen Broadcom-Controller hat, dann ist es wahrscheinlich angreifbar. Mikrofon Nummer 3. Vielen Dank für den Vortrag. Habt ihr
habt ihr euch Auto-Bluetooth angeschaut? Und falls nicht, wollt ihr mal darüber nachdenken? Ich habe dieses Tool tatsächlich, wir haben andere Geräte, andere Angriffe getestet. Und ich habe mit dem Tool an meinem Autoradio ausprobiert. Und der Angriff ist schon gepatcht worden, aber mein Autoradio war definitiv noch angreifbar. Und man kann also diese Tests verwenden, aber wir haben uns das noch nicht speziell angeguckt. Dann 5, das Internet und dann Nummer 6. Was ist das, die Angriffsoberfläche, von, die von eurem Angriff gegeben wird? Könntet ihr... Das ist schwer zu sagen. Wir können Speicher definitiv Speicher verändern im Nexus 5 und dafür müssen wir noch sehr viel mehr analysieren, wie die Firmware jeweils funktioniert, ein bisschen Fuzzing betreiben. Bestimmte Sachen funktionieren nur, wenn man mehrere Pakete kombiniert, und es ist also schwer zu sagen, was der schlimmste anzunehmende Fall ist. Der schlimme Fall ist definitiv, dass man beliebigen Code in der Firmware ausführen kann, und wenn man das dann noch mit einer mit einem Problem im Betreiber auf der OS-Seite kombinieren könnte, dann wäre der schlimmste anzunehmende Fall, dass man tatsächlich über die Funkschnittstelle auf den Host draufkommt. Und wir haben gesehen, dass es bei WLAN, bei den Broadcom-Chips genau solche Probleme gab, wo man tatsächlich einen Rechner routen konnte über Probleme im WLAN-Treiber und der Netzwerkschnittstelle. Nun aus dem Internet. Kennt ihr irgendwelche... Sind alte MacBooks gepatcht oder so? Könnt ihr das erkennen? Nicht wirklich. Wir können versuchen, den Chip nicht zu crashen, indem wir prüfen, ob wir vernünftige Antworten zurückbekommen. Aber die einzige Möglichkeit, wirklich zu prüfen, ob das Ding angreifbar ist, indem wir es crashen. Wenn jetzt Broadcom sagen würde, die folgenden Chips sind angreifbar, was sie nicht getan haben, das wollen sie auch nicht, dann könnte man das wirklich sicher sagen, aber im Moment kann man tatsächlich nur das Ding zum Absturz bringen. Nun Mikrofon Nummer 6, bitte. Würde es möglich sein, die Versendestärke zu erhöhen von dem Bluetooth, sodass man das auch weiter weg machen kann? Also die Sache ist, wir patchen die Firmware auf den Chip, und der Chip macht natürlich den ganzen Link-Layer. Allerdings die physische Funkschnittstelle, die ist irgendwo anders auf dem Chip, und die wird nicht von diesem Teil gesteuert. Wir suchen danach, vielleicht können wir die Einstellungen da ändern. Ich glaube, da kann man nicht so wahnsinnig viel dran drehen, aber in unterschiedlichen Weltgegenden gelten unterschiedliche Regeln für die Sendeleistung, und wir haben es noch nicht gefunden. Nächste Frage von Mikrofon Nummer 4. Der Bluetooth-Chip hat das Zugriff auf den RAM vom Host. System RAM. Memory. You mean the memory of the main processor, like where Android or iOS running on? Yes. No, it's not like. Also es ist nicht so wie bei WLAN, wo man direkten Zugriff auf das Host, auf den Hostspeicher hat. Es sind tatsächlich zwei Prozessoren, und über die Verbindung zwischen Hostprozessor und dem Bluetooth-Modul läuft über eine serielle Verbindung zum Beispiel oder USB. Noch eine Frage von Mikrofon Nummer 3. Vielen Dank für den interessanten Talk. Habt ihr diese Verwundbarkeit bezüglich dem BSI, habt ihr diese Verwundbarkeit dem BSI gemeldet, damit
das BSI das sagen kann auf ihrer Website. Das heißt, damit dort stehen kann, dass man keine Bluetooth verwenden sollte? Das hört sich nach einer guten Option an. Wir haben Broadcom gefragt, wann wir das veröffentlichen können. Sie haben zumindest zugegeben oder zugestanden, dass es im Sommer veröffentlichen werden kann. Aber das BSI zu involvieren ist eine gute Idee. Okay, is there another question from the internet? Gibt es noch eine weitere Frage aus dem Internet? Please switch on the microphone for the internet. Bitte Mikrofon für das Internet. Hello? Hallo? Hey. So, do you know if any Wisst ihr, ob es irgendwelche Geräte gibt, die gepatcht worden sind, die vor 2017 rausgekommen sind? Ich glaube nicht. Broadcom hat 2 Monate gebraucht, um überhaupt zu bestätigen, dass es diese Angriffsmöglichkeit gibt. Ups, das gibt's ja wirklich. Und dann am 9. Dezember wollt ihr den Vortrag wirklich halten? Ich habe das neueste iOS-Update auf dem iPhone 6 geladen und das ist definitiv noch angreifbar. Also ich denke, dass die ersten Patches so in 1-2 Monaten rauskommen, aber wir wissen es nicht genau. Eine letzte schnelle Frage von Mikrofon 1. Denkt ihr, es ist möglich, wann zu erkennen, wann die Verwundbarkeit eingeführt worden ist, um zu schauen, wann die ersten Devices rausgekommen sind, die wir hacken können? Sollte es nicht alles rückwärtskompatibel sein? Seit 2012? Also könnte man das nicht irgendwie genauer bestimmen? Also das Nexus 5 hat eine Firmware von 2012 und irgendwo als es 2014 noch existierte, in jeder Firmware gibt es ein Bilddatum und das könnte man abrufen und abfragen. Aber die Angriffsmöglichkeit gibt es seit vielen Jahren. Vielen Dank. Großer Applaus für Dennis Jans und Jeska Clausen. Ihr habt gehört...